Und damit zu einer jungen Dame, die eine Viertelstunde mit einem Carsharing-Wagen fährt. Und dann bekommt sie eine Rechnung über 640 Euro. Die 26-jährige Nina aus Köln ist natürlich geschockt. Es stellt sich heraus, die Miete wurde nicht ordnungsgemäß beendet. Und jetzt hat die Friseurmeisterin ein Riesenproblem, das ja auch bei anderen Anbietern hätte passieren können, leider Gottes. Seit 3 Jahren ist Nina Umlauf regelmäßige Nutzerin von Carsharing-Angeboten, meist für kurze Stadtfahrten in Köln. Vor gut einer Woche ist sie mit ihrem besten Freund unterwegs in eine Bar. Kurz nach 1 Uhr nachts hat sie ihr Ziel erreicht. Als wir dann auch noch einen Parkplatz gefunden hatten in der Innenstadt, zu diesen Zeiten, habe ich sofort abgestellt, mit einem kurzen Blick auf den Display, habe mich rumgedreht und bin gegangen, weil es halt auch leider sehr geregnet hat. Und habe dann erst Montagmorgen gesehen, dass die Miete halt eben nicht beendet war. Über 41 Stunden läuft die Miete des Wagens schließlich. Und das bedeutet für die Friseurmeisterin, ihre Rechnung beläuft sich auf 640 Euro. Was ging dir da als erstes durch den Kopf? Scheiße. Darf man das so sagen? Ich war geschockt. Also erstmal die Frage, wie kann das überhaupt möglich sein? Das Prinzip funktioniert so. Nach Fahrtende wird der Schlüssel in eine Box am Armaturenbrett gesteckt. Nach dem Aussteigen beendet der Wagen die Miete selbstständig, schließt automatisch und zeigt das auf dem Display in der Windschutzscheibe an. Das dauert ca. 12 Sekunden. Und die hat Nina in der verregneten Nacht nicht komplett abgewartet. Mit der Folge, dass ein Unbekannter mit dem unverschlossenen Wagen weggefahren ist. Nina gerät in Panik. Sehr viel Angst. Sehr, sehr, sehr viel Angst. Also natürlich auf den Kosten irgendwo sitzen zu bleiben. Was ist, wenn das Auto Schrott gefahren worden ist? Ja, oder von mir aus auch alle Reifen entwendet worden sind oder. Da macht man sich natürlich dann schon Gedanken drum. Der Wagen wird schließlich unbeschädigt in Wuppertal aufgefunden. Der Unbekannte ist offenbar so lange gefahren, bis die Batterie leer war. Manchmal kann es aus technischen Gründen auch etwas länger dauern, bis die Miete tatsächlich beendet wird, wie auch hier zufällig bei unseren Dreharbeiten. Dann gilt unbedingt so lange warten und sicherstellen, dass die Abmeldung auch erfolgt, erklärt Rechtsanwalt Arndt Kempkens. Meistens bekommt man eine Bestätigung, dass abgemeldet ist und dann kann man sich vom Fahrzeug entfernen, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn eben es eine technische Panne gibt, also das Fahrzeug so aussieht, als hätte es sich abgemeldet, tatsächlich noch angemeldet ist, dann hat man ein Problem, denn ich als Mieter muss nachweisen, dass ich mich eben ordnungsgemäß abgemeldet habe. Dann habe ich als Mieter tatsächlich ein Problem, sodass es hier durchaus eine Grauzone gibt. Diese Bestätigung hatte Nina im Regen nicht eingeholt. Deswegen sitzt sie nun auf einer Rechnung von 640 Euro. Wir fragen für sie noch einmal beim Anbieter nach. Schriftlich erklärt man uns, Zitat: Wir haben den Fall geprüft und festgestellt, dass die Kundin nicht alle Kriterien zur ordnungsgemäßen Beendigung der Miete erfüllt hat. Sie hat das Fahrzeug unverschlossen abgestellt, sodass es einer dritten Person möglich war, das Fahrzeug zu verwenden. Aus Kulanzgründen werden wir der Kundin jedoch entgegenkommen und nur einen geringen Teilbetrag der Miete erheben. Riesenerleichterung für die Friseurmeisterin, deren Account zwischenzeitlich gesperrt wurde. Nun soll sie nur noch 100 Euro zahlen. Ich denke, das ist auch ein faires Angebot. Aber ich kann auch da einfach nur jedem ans Herz legen, wirklich sich die Schäden anzugucken, den Zustand des Autos anzugucken und vor allem auch bei diesen 13 Sekunden einfach stehen zu bleiben. Und würde ich auch jetzt in näher Zukunft nur noch tun. Zusätzlich gilt beim Mietende für Carsharing-Nutzer im Zweifel immer ein Foto vom Display machen und zur Sicherheit lieber nochmal beim Anbieter anrufen. Das spart Nerven und vor allem Geld.